Big Direkt Gesund, der Podcast. Der Begriff Stress kommt ursprünglich aus dem Englischen und dort aus dem Bereich der Materialprüfung. Er bedeutet Anspannung und Verzerrung von Materialien. Später wurde er auf den Menschen übertragen und meint eine Reaktion auf Anforderungen oder Bedrohungen, körperliche und seelische Reaktionen. Julia Edler ist Diplompsychologin. Sie beschreibt das Phänomen Stress. Und zwar bewerten wir ja mit unseren Sinnesorganen die Umwelt. Unsere Umwelt nehmen wir wahr, also unsere Augen, Ohren, Nase, über unsere Haut. Und wenn die als bedrohlich wahrgenommen wird, dann führt diese Wahrnehmung eben zu einer sogenannten Stressreaktion. Und diese Stressreaktionen, die können mit Schweißausbrüchen, Anspannung, Kopfschmerzen einhergehen. Aber die Idee unseres Körpers ist eben eigentlich, uns in Alarmbereitschaft zu setzen und Energien zu fokussieren, uns bereit zu machen. Also erst einmal eine ganz natürliche Reaktion des Körpers. Denn der Stresszustand macht leistungsfähig. Doch wann werden wir krank davon? Erst wenn dieser Zustand lange anhält, sind diese Energiereserven leer. Dann fängt es an, wirklich an den Reserven zu zehren. Wir werden so von innen vielleicht, kann man sich das vorstellen, so aufgefressen. Wenn der Stress überhand nimmt und langfristig bestehen bleibt, wenn diese Energiemobilisation permanent aufrechterhalten wird, dann wirkt es schädlich. Dann geht es uns an die Substanz. Und dann werden Psyche und Körper überfordert und krank. Die Symptome sind sehr individuell. Erschöpfung, Schlafstörungen oder verspannte Muskeln. Oft kommt vieles zusammen. Und dann gibt es auch ganz unterschiedliche Stresstypen, wie Julia Edler erklärt. Die einen, die lassen es raus. Das ist so, ich habe da so ein Bild von so einer Dampflok im Kopf. Die fährt dann einmal durchs Wohnzimmer oder durchs Büro und dann wissen alle, ich habe Stress. Das wird nach außen getragen. Diese Personen haben häufig hohen Blutdruck, die kochen. Man sieht denen das an, wenn die unter Dampf stehen. Und der andere Stresstyp, der ist eher nach innen gekehrt. Der frisst es quasi in sich hinein und macht Dinge mit sich aus. Und grübelt, was habe ich falsch gemacht? Entscheidend ist aber der Umgang mit solchen Situationen. Was hilft? Das hat ganz viel mit Selbstdisziplin und einer gesunden Lebensführung zu tun. Aber wichtig ist, dass auf jede Stressphase auch eine Erholungsphase folgt. Also dass auf Anspannung auch Entspannung folgt. Und dass wir diesem Prozess Beachtung schenken müssen. Dass wir achtsam sein müssen für uns selber. Wann erleben wir Stress? Wann merke ich, gerät mein Körper an seine Grenzen? Wann gerät meine Seele an ihre Grenzen? Wenn ich dem Beachtung schenke, kann ich daraufhin auch reagieren und mehr Auszeiten verschaffen. Diese Auszeiten können ganz verschieden aussehen. Die einen treiben Sport, andere gehen zum Yoga oder machen lange Spaziergänge. Noch einmal Julia Edler. Dafür ist es besonders wichtig, sich selbst zu kennen, sich selbst zu beobachten. Was sind denn überhaupt meine persönlichen Stressoren? Was sind denn die Dinge, die mich reizen? Wie denke ich über diese Situationen, Personen, über die Umwelt, die mich reizen? Das muss ich mir besonders gut klar machen. Wenn ich das weiß, dann kann ich darauf auch reagieren, mich vorbereiten darauf. Also Stress lässt sich nicht vermeiden. Doch der Umgang damit lässt sich mit viel Achtsamkeit erlernen.